Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei. Ups, sorry. Schnell mal das Telefon leise machen. Ja, willkommen zurück bei Avatar Frontiers of Pandora. Und ich habe gerade keine Quest, sehe ich. 3,3 Kilometer. Verschwundene Sammlerin. Eivor Segen 800. Verfolgen. Auf Karte anzeigen, wo bin ich? Ich bin da. Also muss ich quasi einmal um den Baum herum. Okay. Quasi irgendwo nach. So. Das kriegen wir hin. Dann kümmern wir uns mal um die Quest Eivors Segen. Finde den Arana Jäger Etu. Okay. Okay, wir sollen einen Jäger finden. Weiß, dass Krieg Wahnsinn ist. So, was? So sieht das mal nicht so aus. Aber wir klettern hier lang. Einfach, weil wir was können. Und dann klettern wir wieder runter. Gut. War jetzt nicht so. Das Spiel, ich weiß, dass ich da hin muss. Oh, warte mal. Aha. Ein Glockenzweig. Freunde. Den müssen wir doch schnell. Das kommt mal vor unten irgendwo. Laufen wir quasi niedrige Energie, sagt er mir. Berühren. Gesundheit dauerhaft gestiegen. Das hört man gerne, Freunde. So, jetzt habe ich noch so einen komischen Buff für 37 Minuten. Ich weiß gar nicht, was der bringt. Nee. Gut. Der Bogen ist zur Sicherheit auf Schnellwechsel. Falls hier irgendwas kommt, haben wir den Griff bereit. Bin ich jetzt an ihm vorbeigelaufen, nur ich will erstmal tatsächlich hier hochgehen zu den, ja, Jägerras, genau. Hier müssen wir ja hin, soweit ich gelesen hatte. Ah. Kochen, ach du. Das wird super. Naja. Guck mal. Dann haben wir hier noch Fisch und einen Pilz. Das könnte interessant werden. Ausgezeichnet. Pilz, Meeresfrüchte. Ah, wow, 35% auf Schleichen. Ja, ist okay, wir nehmen es erstmal mit. Wer von euch ist denn jetzt hier der. Die Zeit vergehen lassen ist? Will ich eigentlich gar nicht. Ach, erst am Ufer zu finden, okay. Herstellungstisch. Die winzigen Himmelsmenschen? Junge, schrei mich nicht so an. Ich hab mich erschrocken von dem Typen. Okay. Sie ist naiv. Sie trauert um ihn. Krieg nur einen Langbogen. Was denn?
Gut, den Ballernbogen. Okay. Edua hat recht. Die Himmelsmenschen sind Abschaum. Oho. Ja, im Großen und Ganzen bringt mir das aber gar nichts gerade. Gesundheit 12, oh doch, Tatsache. Gesundheit 17. Mods haben wir immer noch nicht. Und ein Langbogen, der hat 16 Schaden, Granatpfeil. Zielsicher, Bewegungsgeschwindigkeit beim Ziel. Dann nehmen wir halt auch mal den rein. So. Wir sind keine zankenden Sesua. Das sollte Etua wissen. Wir sollen hier am Flussufer nach dem Kollegen suchen. Ich glaube, er ist da drüben auch wieder gelaufen. Siehst. Aha, 13 raus. Hatten wir das schon mal? Ja, warte, Winkel finden, sagte 10. Okay, okay. Beim Trocken, es steht einfach im Wasser, das. Egal. Das sind jetzt auch nicht die Spuren von diesem komischen Viech hier. Ach, ist da drüben, ich bin gleich kaputt. Das waren halt wirklich die Spuren von dem Vieh. Ah. Kann ich ja drüber laufen, ohne schwimmen zu müssen? Oh, Klatsch. Aber wir müssen nicht so weit schon, das ist okay. Er wurde mir doch hier eben angezeigt. Am nordöstlichen Ufer, Karte des Fädelflusses. Wo kann ich reinzoomen? Gar nicht. Norden, Osten. Ist er da hinten oder was? Hä? Er muss schon hier irgendwo sein. Jetzt würden sie ja nicht sagen, dass er bei dem Lager ist. In der Theorie sollte er hier irgendwo sein. Kurzer Voice Crack, kein Problem, Freunde. Geht direkt weiter. Da, ja. Hä? Achso, vielleicht ist das der Typ, der bei dem Riesenvieh steht. Ne, ihr seid nicht Etu. Okay. Ja, wo ist denn der Typ? Was ist das? Gottlob hat recht. Provoziere kein Chaos. Ich habe das. Und ich habe das. Ist das okay für euch? 29, 20. Ekua sollte als Zeit führen, nicht als Kriegerin. Liefern. Cool. Kurz was liefern und direkt klauen. Bist du? Nein. Vielleicht Etu. Deine Ikran ist schön. Meine Somme, kein Wind ist zu stark, keine Prüfung zu schwer. Wir jagen mit dem Herzen im Einklang. Bist du hier, um uns zu bewundern? Das verstehe ich gut. Nein, nicht so ganz. Ich suche nach Etu. Andere Clans kennen mich. Selbst Verlorene. Lass mich raten. Nevika hat dich geschickt. Sie will, dass ich lehre. Langweilig. Sicher zu Hause. Den Kindern von Abenteuern erzählen. Sie verstehen es nicht,
Was bedeutet Sicherheit, wenn man nie in Gefahr war? Somme und ich beherrschen den Himmel mit klopfenden Herzen, mit allen Sinnen. Das macht uns stark, furchtlos, die besten Jäger. Nevika sagte, du jagst Sturmbiests. Darf ich mitkommen? Darauf bist du also aus? Kannst du überhaupt jagen? Wurde mir nie beigebracht. Hey. Nie beigebracht? Was hat dein Volk all die Jagd gemacht? Ich bin ein Profi. Gibt es ein Land ohne Jagd? Ein Land, in dem sich die Kreaturen einfach zum Sterben hinlegen? Siehst du das? Junge Jäger üben zuerst das Zielen. Übe, oder die Sturmbiests werden dich jagen. Schwerer Bogen, okay, wow. trifft die Schwachstelle am Jäger, okay. Ich würde gerne meinen Bogen ausrüsten, hallo, Spiel. Mein Bogen. Und du entscheidest dich für deine schwächste Waffe. Willst du dir das Leben schwer machen? Komm. Langbogen. Dann muss ich hier irgendwie auf Charakter wechseln, ne? Scherbogen. Ausrüsten. Packen wir nochmal dahin. Jetzt soll ich das Vieh noch abschießen. Nicht schlecht. Dann ist dein Dank wenigstens berechtigt. Mein Dank? Meinst du das ernst? Was haben deine Leute dir beigebracht? Wie hast du gelebt? Lange Geschichte. Wenn ich das hören wollen würde, wäre ich zu Hause. Jedes Mal, wenn du jagst, nimmst du ein Leben. Daher musst du ihnen für ihre Gaben danken, wenn sie zur großen Mutter zurückkehren. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa, dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. So kann sie zu den Ahnen emporsteigen. Gut, merke dir das und verschwende die Gaben nicht. Die Gaben. Genau. Die Haut, das Fleisch. Du weißt, was du damit tun musst? Nevika wird es dir zeigen. Weiter jetzt. Du brauchst mich nicht als Beschützer. Hey. Ich bin mit Haufen und Kotter raus, wo du suchen musst. Jetzt wisst ihr, was ein Sturmbiest ist, ne? Ja, ach, die Viecher. Okay. Okay. Karte Biome einsehen. Ringbiom. Also, das war's schon. Nicht eben hier um rumlaufen. Da drüben. Da war so eine rote Spur. Oder zumindest. Gelbe Spur. Ob die mich jetzt zu diesem Sturmbiest bringt. Na, ah, ich glaube, da vorne stehen schon welche. Ja, das sieht nach Sturmbiest aus. Ich soll immer auf den Stein hier gehen und die abschießen. Okay, wow, easy. Und du bist? Hau ab! Ich will dich nicht! Was bist du? Stirb! Bist du ein Riesen-Ikon? Hm, sah so aus. Herstellen! Danke!
So, wir haben zwei getötet. Das ist schon mal viel wert. Oh. Ich würde gerne meine Waffen wegpacken. Danke. Nein. Schickerbogen. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. Gracias. Man könnte irgendwie die Waffen wegstecken, ich weiß auch nicht mehr wie. Danke für die Gaben. Nee, das ist Markion. Ach, nee. Was war denn das? Könnte doch irgendwie sein. Kann ich wegstecken. Ach, drei Kalten. Ach, na klar. Was brummt denn hier so rum? Kehre zum Heimatbaum zurück. Okay. Und da uns dann beigebracht, was wir mit den Sachen machen. Denke ich mal. Biele! Oh, ich bin gefroren. Aber mich wundert es echt, dass wir noch keine Pflanze gefunden haben, die uns irgendwie einen Trip verpassen. Ich meine, es ist Ubisoft. Es ist typisch Ubisoft. Bei jedem Spiel ist passiert irgendwas, gerade Far Cry oder Assassin's Creed. Deswegen wundert mich, dass hier noch nichts passiert. Ich fühle mich trotzdem übelst langsam. Auch wenn wir schon sprinten, ich fühle mich übelst langsam. Ganz schlimm, Freunde. So, wo ist denn der Eingang? Kann das sein, dass die Pflanze uns einen Speedboost gibt? Das hört sich halt kurz so an. Ich fühle es, ob ich schneller geworden bin. Das wäre natürlich interessant. Jetzt rein, oder? Jetzt hier. Ne, so ein Sonnensegel und Munition. Stocker. Hier geht's rein. Perfekt. So, irgendwer möchte mit mir sprechen. Da hinten irgendwer. Es ist Jahre her, dass dein Volk uns besucht hat. Ach so, sie sollte. Oh. Vor allem, hä? Kehre zum. Hä? Ich bin verwirrt. Du beehrst mich also endlich mit deiner. Achso, sie ist hier. Du weißt doch, wie sehr ich dein Essen mag. Aber ich bleibe dabei. Kochen ist nicht wirklich eine Kunst, oder? Ich sag es dir. Nur weil bist du gegrillt mit Sari-Samen. Und du würdest. Ich habe hier etwas Fleisch. Nevika meinte, du... Wie viele Jammerlappen wollt ihr mir noch schicken? Alles nur ein Scherz. Sie sagte, du wärst der beste Koch. Das Kind ist charmant. Und Ehrlichkeit von Nevika. Das klingt nach ihrer Strategie. Sie glaubt, mit Schmeicheleien erreicht sie alles. Komm, komm! Der Grießkram läuft nicht weg. Wenden wir uns nun ernsthafter Kunst zu. Was hat euer Heimatbaum? Wie konnten Etua Sie sagte, schon dass er leidet. Zerstören? Ah, die Kinglor sind unruhig. Wir kümmern uns um sie. Seit die Blüten geschlossen sind, aber es sind zu viele. Katna möchte, dass sich Etua nur ihnen widmet. Aber ich glaube, das Kind tut schon, was es kann. Pass gut auf. Katna sollte sehen, dass du noch immer Navi-Fertigkeiten besitzt. Und ich will das auch. Mhm. Was ist das hier? Pass auf. Oh, ich glaube, es lohnt sich oder ist nicht. Frische Kräuter machen ein Gericht lebendig. Hm.
Stell mit der Sturmbiesthaut neue Ausrüstung her. Okay. Machen wir. Und zwar hier. Oder? Sturmbiesthaut. 17, 17. Hätte ruhig ein bisschen besser sein können. Gut. Jetzt zeig Gatnat, wie du deine Farben mit unseren vermischst. So wie dein Volk einst. Hab keine Angst vor ihm. Er bellt laut, aber er beißt nicht. Ich komme gleich nach. Der hat 32 Schaden. Achso. Die Wurzeln habe ich nicht. Ist das Ding jetzt besser als was ich vorher hatte? Ja, ne? Oh. Mensch. 17 und 26. Ja, Marsch! Dann bleib ich doch bei dem Alten. So, was soll ich machen? Sprich mit Garnat. Im Versammlungsraum, ah. Der Versammlungsraum ist, glaube ich, oben. Ja. Ich fühle mit ihr, aber sie kann ein wenig leichtsinnig sein. Sie gibt ihr Bestes. Du bekommst so viel Aufmerksamkeit. Du hast dich selbst übertroffen. Das oder? Sie ist so richtig saftig. Profi. Nevika hat ihren Willen bekommen. Jetzt siehst du wie ein Sarentu aus. Der Verlust deines Volkes schmerzt uns. Wir schätzten seinen Rat. Aber du bist nicht hier, um sein Wissen zu teilen. Die Himmelsmenschen. Der Widerstand kämpft gegen sie. Doch er braucht Hilfe. Deshalb bist du gekommen? Du stehst in unserem Heimatbaum. Selbst du, ohne Volk, musst seine Wärme spüren. Und ich soll den Krieg hierher holen? Nein. Sie bringen Krieg. Bitte. Wir Aranahe möchten keine Kämpfe. Aber du willst uns hineinziehen. Weißt du noch deine Familie? Kaum. Mutter, ihr Lächeln, ihre Wärme. Hast du sie sterben sehen? Hat sie gelächelt, um dich zu beruhigen? Hast du Ewas Licht in jemandem erlöschen sehen? Du hast richtig Eindruck hinterlassen. Gatner ist sonst unerschütterlich. Bitte sei vorsichtig. Ich wollte ihn nicht verärgern. Kopf hoch, statte dem Wipfel des Heimatbaums einen Besuch ab. Die Zeit ist zurück. Ah, okay. Den Wipfel des Heimatbaums trifft der aber der Trajektor im Kinglor-Nest. Was ist denn ein Kinglor? Oben im Heimatbaum, wie kommt man hier hoch? Also. Ich war ein Weilchen weg. Oben. Im Wasserlauf da. Das sieht erstmal gut aus, was ich hier mache. Oh, ein bisschen draußen rumlaufen, das ist okay. Das sieht gut aus, Freunde. Ich hab die Markierung noch an von dem Pi, ne? Ja. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Nee, das Sturmbies ist weg. Warum ist das Sturmbies weg? Ich bin verwirrt. Typ. Wildtiere. Sturmbies. Loslösen. Doch, oh, was ist da oben noch, ne? Das hier. Ast. Ach, man kann da direkt drücken zum Loslösen. Ah, okay, gut. Lernen dazu, Freunde. Was passiert jetzt so? Die Kinglor sind unruhig. Der Regenwald war einst ihre Heimat. Die Himmelsmenschen haben sie verjagt. Ist nur dieses Nest übrig? Ja. Und der Heimatbaum wird schwächer. Durch die vielen Kinglor hier. Ach, sie, wie die Königin sie umsorgt, sie beschützt. Sie ist die geborene Führerin. Es wohnt ihr inne. Sie weiß, wo sie hingehört. Meine Mutter sagte, stetes Herz,
sieht Städteflügel. Bei ihr waren sie ruhig. Manchmal hat sie sie morgens gepflegt, für sie gesungen. Ach, ihre Liebe war genug. Keine Sorge, sie tun nichts. Die Kinglor sind friedlich. Aber bei Gefahr werden sie wild. Ihr Stich schmerzt und sie greifen im Schwarm an. Auch wir müssen stechen. Ikdu, wo ist er? Dein Vater sucht nach ihm. Er ist nicht hier? Wir müssen zu Gatnat. Nein, geh nicht allein. Suchen wir ihn gemeinsam. Das Volk braucht seine Zeit. Hier. Ich werde das regeln. Lass mich mit ihr gehen. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Wo ich hingehöre. So, irgendwie nimmt die Quest. Ah. Bei den Waldklippen ist ein Jägerlager. Sicher beginnt Vefilo dort ihre Suche nach Etu. Lorei und Solos? Das Mysterium, das kommt mir bekannt vor. So, Freunde, jedenfalls war es das für dieses Mal. Ich weiß nicht, ob das eine Sidequest war, eine Hauptquest. Ich glaube, es war eine Hauptquest, weil wir wieder ein paar Sachen beigebracht bekommen haben. Das Kino. Es ist ein Mini. Na, wie? So lustig. Ja, so, und ich würde sagen, für dieses Mal war's das. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.